in der Surselva, genauer in Frin. Frin ist vor 20 Jahren mit dem Wackerpreis ausgezeichnet worden und liegt hinterst in der Val Lumnezia. Val Lumnezia, das heisst Tal des Lichts. Und wir versuchen heute Licht hineinzubringen in eins der bekanntesten Bündnergerichte. Das ist natürlich Gapunz. Und dazu treffe ich jetzt den zuerst in der weltbesten Gapunz-Koch überhaupt, der Lucian Ali. Guten Tag. Ja, hoi. Lucian, wie sagt man richtig auf Romanisch Grüezi? Bienji. Bienji. Jetzt morgen, ja. Ganz herzlichen Dank, dass ich darf zu dir heute kochen darf. Eine von der legendärsten Bündner Gerichte. Genau. Und zwar Gapunz. Und für das brauchen wir eigentlich die Hüllen einmal, gell? Genau, der frische Mangold, ja. Und du hast alles selber angepflanzt? Ja, also Blätter und Kräuter und alles, was drin kommt, ja. Du kannst eigentlich den Mangold pflücken. Ja. Einfach die schönen Blätter, nicht solche, die Löcher drin hat, weil hier geht der Tag durch. Den hier auch noch. Und das hier. Und den auch. Und dann haben wir den bald genug. Kräutli brauchen wir nicht mehr von hier? Nein, haben wir eigentlich alles schon. Was wir natürlich brauchen, ist das Fleisch. Das Fleisch. Und das natürlich am besten vom Metzger, direkt. Ciao Hermann, ich bin der Claudio. Hoi, Claudio Hermann. Hallo Hermann. Hier haben wir jetzt hier eben das Fleisch, das getrocknet wird. Und das brauchen wir dann, gell? Genau, ja. Was nehmen wir mit alles? Am besten ein bisschen Speck, rohes Speck, ein bisschen Rohschinken, ein Stück vom Bündnerfleisch. Ja. Dann noch Schinken. Das sieht gut aus. Und das langt? Das langt, ja. So, wir haben sämtliche Zutaten und jetzt gehen wir hier ins Hotel Pizzeria und jetzt entstehen dann gerade hier die weltbesten Gapunz. Schwören. Jetzt tun wir zuerst noch den Mangold waschen, den wir aus dem Garten haben. Das ist kalt schon, oder? Das ist immer höchste Konzentration. Da muss man eben beim Fleisch schneiden, muss man wahnsinnig aufpassen. Was machen wir noch? Krauseminze. Oh, auch noch. Und das ist etwas, das fast jeder im Garten hat, weil man das einfach für Gapunz braucht. Und viele staunen, wenn man sagt, es sei Krausminze drin. Jetzt tun wir das Brettchen weg. Mhm. Rechte Masse. Du hast nie mit der Hand mischen. Mal darfst du auch, wenn du willst. Wenn die Hände gewaschen sind. So, dann lassen wir die etwas ruhen. Mhm. In dieser Zeit tun wir Blätter blanchieren. Ja. Du tust die innen einfach schnell. Mhm. Und das Wasser. Und jetzt kannst du schon wieder rausnehmen. Und im Eiswasser hier schnell abkühlen. Einmal so zusammen. Einmal so zusammen. Und das ist recht fest gemacht. Dann haben wir es noch besser. Sieht er besser aus. Jetzt sieht es geil aus. Perfekt. Das ist jetzt eine wunderschöne. Schau noch mal. So schön. Gut. Jetzt gehen wir gerade ins Steamen. Gut. Du musst einfach fest zumachen. Nein. Du bist ein Koch, der nicht spart bei der Soße. Das schätze ich ungemein. Ich will jetzt nicht bluffen, aber ich behaupte, das ist das weltbeste Gapunz, das wir heute gekocht haben. Ich zusammen mit dem Lucian Alig hier in Frin im Hotel Pezzeri. Bei mir kommt es auf die Karte. Und wenn ich vielleicht lieb frage, kommt auch er, der Lucian, bei mir kochen. Wir probieren es, einen guten.